Okay, wir sind da jetzt bei Spiel und Brote im Enteareal und haben vor uns der... Der Luc Gross. Svetlana Marchenko. Und ihr habt das mit organisiert da. Und ihr könnt vielleicht zuerst mal sagen, was sieht man eigentlich da bei euch in den nächsten 16 Tagen? Ja, das ist ein kunterbunter Mix aus Kunst, Performance im Theaterbereich, auch im Kunstbereich, Essen gibt es, es gibt einen Spielabend. Man muss immer recht studieren, weil es gibt so viele verschiedene Sachen. Es gibt Musik, Video, Clip, Disco, so. Vielleicht fällt dir noch. Ja, also ich möchte noch einen Punkt unterstreichen, weil es geht, wir sind selbst eine Zwischennutzung hier auf dem Enteareal in Hall of Universe und wir widmen auch thematische Veranstaltungen diesem Thema. Zum Beispiel haben wir Skype-Schaltungen mit Zwischennutzungsprojekten aus der ganzen Welt. Die könnt ihr auch auf dem Programm schauen, es gibt täglich 1 bis 2 Einschaltungen, wo die Leute vor Ort ihre Projekte präsentieren werden. Die Künstler, die bespielen ja ihre Zellen hier selber. Was sieht man denn da? Was sind das für Künstler? Das sind vor allem Basler Künstler, aber wir haben einige auch aus Zürich und sonst eigentlich aus der ganzen Schweiz. Und das Spannende an dieser Ausstellung ist, dass sie eigentlich überhaupt nicht kuratiert worden ist. Das heißt, die Künstler haben eine Einladung bekommen, teilzunehmen und durften dann, wie sie wollten, die Räumlichkeiten bespielen und sollten dann eben miteinander ausgehen und um die Wände kämpfen oder verhandeln und das hat recht gut funktioniert. Wie ist es eigentlich überhaupt entstanden, die Idee, und wie sind wir dazu gekommen, das zu realisieren? Also ursprünglich ist sicher Ginny Messerli vom Verein Keim gewesen, die gesagt hat, die Halle, die ist noch nie bespielt worden und sie hat eigentlich wie der Virus in Umlauf gesetzt, hat den Verein mobilisiert und hat uns vier, also mit ihren inklusiv, also mit Svetlana Marchenko, mit Ines Blank, mit mir haben wir ein Viererteam gebildet, wo dann Konzept, Umsetzung etc. die ganze Organisation jetzt gemacht hat. Programmation natürlich auch. Und verstehe ich das schon richtig? Es ist auch ein politisches Statement in Sachen Zwischennutzung und Freiräume damit verbunden, oder? Ja, also ja. Durchaus. Also ich meine, im Sinn von nicht aktiv, um jetzt zu sagen, wir wollen Politik machen. Das sollen die Politiker machen, aber den Freiraum den muss man ja auch schaffen und da braucht es Leute, die immer wieder die Initiativen ergreifen. Ich meine, jetzt gerade, wenn das Enteareal dann im Umbruch ist, oder es ist schon, wenn es dann eben nicht mehr ist, dann braucht es auch wieder neue Leute, die neue Flächen bespielen und die wechseln auch immer wieder einmal, aber die Initiative ist, glaube ich, zuerst und dann entsteht so etwas. Wo stehen wir jetzt da drin eigentlich und kommen nachher hoffentlich wieder raus? Also das ist das Werk von Christian Müller. Er ist im Café Hammer, hat er seine Spielfläche. Und ja, ich habe das vorhin irgendwo mal gesehen und gefunden, das ist super, so ein Raum, der eben nicht mehr richtig belebbar ist. Oder ja, du hast gemerkt, wie schwierig es ist, zum Reinkommen und eben zum Rauskommen vielleicht auch noch. Und ja. Also, man muss ihn, glaube ich, selber erfahren und kommt doch vorbei und dann wisst ihr es auch.